Japan wird von Waffengegnern oft als leuchtendes Beispiel für ein sicheres Land genannt. Japans Tötungsrate ist nur etwa ein Drittel so hoch wie die deutsche und sie führen dies auf die Waffengesetze dort zurück. Wieso ich das für zu einfach gedacht, nahezu realitätsfern halte, erläutere ich in diesem Video. Nach meinem letzten Video über das österreichische Waffengesetz hat ein Zuschauer mich inspiriert, ein Video zum Vergleich mit Japan zu machen. Dabei wollte ich mir die Argumentation von Waffengegnern mal näher anschauen. Kurzfassung vom Gesetz: Im Japan sind Kurzwaffen mit heißen Gasen komplett für Privatpersonen verboten. Jäger dürfen eine geringe Anzahl von Flinten besitzen und maximal 800 Schuss, die abgezählt gemeldet sein müssen, also Buchführung ist vorgeschrieben. Man benötigt eine MPU und die Behörden suchen Familienangehörige, Nachbarn und Arbeitskollegen auf, um sie zum Charakter des Antragstellers zu befragen. Dazu darf man keinen engen Kontakt mit Vorbestraften haben. Wer beispielsweise einen vorbestraften Sohn hat, wird höchstwahrscheinlich keine Erlaubnis bekommen. Sehr krass. Ähnlich wie bei uns dauert es circa ein Jahr, bis man eine Flinte erwerben kann. Nach 10 Jahren kann ein Jäger auch eine Einzellader- bzw. Repetierbüchse erwerben. Da bin ich nicht sicher, ob man dafür auch die Menge an Munition besitzen darf. Gegebenenfalls ist das weit weniger. Schwerter und Küchenmesser mit einer Klingenlänge ab 15 cm bedürfen einer Erlaubnis. Messer darf man allgemein nicht führen, außer mit einem anerkannten Grund, beim Angeln beispielsweise, da sind 5 oder 6 cm erlaubt. Da fand ich unterschiedliche Angaben. Soviel zum groben Rahmen des Waffengesetzes. Wenn ihr das trotz Kürzung immer noch lange Kapitel der Kultur überspringen wollt, springt direkt zum eingeblendeten Zeitpunkt. Schauen wir uns die japanische Gesellschaft an. Man hat seit kurzem sogar 10 Tage theoretischen Urlaubsanspruch, den man real kaum nehmen kann, weil es keine Vertretung gibt. Teils arbeitet man auch am Wochenende freiwillig. Zu voreilender Gehorsam ist flächendeckend selbstverständlich und wird auch erwartet. Es gibt extra ein Wort für Tod durch Überarbeitung, Karoshi. Ein weiteres Wort gibt es für Menschen, die sich zu Hause einschließen, die Hikikomori. Das Zitat des Weltspiegels formuliert mehrere Aspekte am besten. Mehr als 1 Million Hikikomori soll es in Japan geben und vielleicht noch viel mehr, denn sie leben in einem Schattendasein. Aus Angst vor der Welt, dem eigenen Versagen, der japanischen Gesellschaft, die dem Andersartigen seit jeher misstraut. Allem, was andersartig ist, wird mit Argwohn und oft Ausgrenzung begegnet, besonders wegen gebrochenen Normen und Regeln. Ein weiteres Spezialwort ist Yohatsu. Weil circa jährlich 100.000 Menschen einfach verschwinden, meist aus Scham, bei Jobverlust, gescheiterter Ehe und so weiter. Dazu wird nur 60% des Alkohols wie hierzulande pro Kopf getrunken. Sie haben vermutlich dadurch weniger durch Alkohol enthemmte Kneipenschlägereien oder tödliche häusliche Gewalt. Auch andere Drogen sind weit weniger verbreitet, was weniger Beschaffungskriminalität und Unfälle wie hierzulande zur Folge hat. Es gibt keine Homo-Ehe, nur regional anerkannte Partnerschaften. Homosexuelle gehen teilweise heterosexuelle Scheinehen zur Wahrung des Ansehens auch heute noch ein. Das Thema Homosexualität ist tabu, sowie eine ganze Reihe von weiteren, hier selbstverständlichen Punkten. Tabu sind unter anderem auch auf der Straße zu rauchen und sich zu küssen oder zu umarmen. Oder auch über Themen und Probleme zu sprechen, sofern niemand eine andere Meinung haben kann. Das nenne ich mal keine gute Basis für eine Dialogkultur. Das Verharren in althergebrachten Strukturen zeigt sich auch im globalen Gender Gap Index 2023. Da steht Japan auf Platz 125 von 146, unterhalb von Bahrain, dem Senegal und Sierra Leone. Im Parlament sitzen nur 10% Frauen, in Deutschland sind es 31. In den Schulen sind Uniformen zur Vereinheitlichung üblich, Übergewicht zieht Zwangsberatung und bei ausbleibendem Erfolg Strafe mit sich. Begrüßung von Lehrern geschieht mit einer Verbeugung, im Geschäftsleben sind gegenseitiges Verbeugen, der Jüngere bzw. Untergebene verbeugt sich ein zweites Mal, diesmal tiefer. Tätowierungen wie auch Piercings öffentlich zu zeigen sind verpönt, einschließlich für Touristen, auch an Stränden und öffentlichen Bädern. Wer angeklagt wird, wird höchstwahrscheinlich verurteilt. In Deutschland ist die Verurteilungsquote bei 63%. Vorzeitige Gefängnisentlassung gibt es nicht. Gefängnisessen und Haftbedingungen sind weit schlechter als in Deutschland, sogar bei Frauen. Es gibt die Todesstrafe, dessen Datum die Verurteilten am Tag der Vollstreckung erfahren. Abweichungen der Regeln aller Art werden hart sanktioniert. Die Folgen dieser massiven Kontrolle sind eine disziplinierte Gesellschaft. Beispiel Diebstähle 2019. Japan,
ein Diebstahl auf 236 Bewohner. Deutschland, ein Diebstahl auf 45 Bewohner. In Deutschland ist die Häufigkeit also 5,24 mal so hoch wie in Japan. Auch Gewaltkriminalität habe ich mal nachgesehen. Hier 4,53 mal so hoch. Oder auch Sachbeschädigung. Hier sogar mehr als 12 mal so hoch. Und bei solcher sozialer Ächtung von Kriminalität könnte ich mir vorstellen, dass das Dunkelfeld in Japan noch kleiner ist. Und ich glaube nicht, dass diese Differenz auf das Waffengesetz zurückzuführen ist. Bei Katastrophen sind keine Plünderungen zu beobachten, trotz zeitweiser Lebensmittelknappheit. Bei mir zeichnet sich da ein Muster ab. Die gesamte Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass das Individuum sich der Mehrheit unterordnet, weitaus krasser als hier vor 1968. Eine diametral andere Wertvorstellung zu unserer von Toleranz, Freiheit und individueller Erfüllung geprägten Gesellschaft. Und wie immer kommen Zahlen bei mir. Schauen wir uns die Demografie des asiatischen Staats an. Vorweg, die deliktsrelevantesten Altersabschnitte sind zwischen 18 und 39. Bei den Menschen, die in Deutschland leben, sieht man, dass diese Altersabschnitte signifikant stärker vertreten sind als in Japan. Die zweitgrößte Auswölbung, im Gegensatz zur kontinuierlichen Verschlankung in Asien. Diejenigen Bevölkerungsspitzen, die näher an den kriminalitätslastigsten Altersjahren liegen, sind um ca. 17 Jahre zeitversetzt. Ein 48-Jähriger ist weit weniger bereit, ein Gesetz zu übertreten, wie dasselbe Individuum im Alter von 31. Die Demografiegrafik ist vom Stand 2020, das ist nicht alt, denn die aktuellsten detaillierten Kriminalitätsstatistiken liegen von 2022 vor. 17 Jahre zurück von 2020 ist das Jahr 2003. Welche Tötungsrate lag in dem Jahr in Japan vor? 0,55, davor 0,52, danach nochmal 0,55. Die Unterjüngung allein verursacht in jeder Kultur eine geringere Kriminalitätsrate. In dem Inselstaat befinden sich rund 12.500 Polizeiwachen und Polizeiboxen, sogenannte Koban, eine hohe Dichte. Die Präfektur Osaka hat eine Karte online gestellt, wo man die Dichte abschätzen kann. Alle Ballungsräume haben zahllose solcher Stützpunkte. Das Polizeibox-Konzept, was es auch im kulturell ähnlichen und vergleichbar überalterten Singapur gibt, ist sehr erfolgreich. Im brasilianischen São Paulo, Ortsteil Jardim Ranieri, gab es 1999 noch 200 Tote im Jahr. Nach Errichtung solcher Kleinwachen waren es 12 Jahre später nur noch 3, also 98,5% weniger. Ein riesiger Beitrag zur Sicherheit. Dazu kommen zahllose Bürgerwehren, die mit den Behörden zusammenarbeiten. In der Präfektur Saitama gibt es die meisten, allein dort sind es 5000 Bürgerorganisationen. In Japan werden nur 10% der verdächtigen Todesfälle obduziert und schnell als Unfall oder Selbstmord gelistet. Allein dieser nachlässige Umgang würde die offiziell erfassten Fälle auch in Deutschland senken. 2015 bis 2019 gab es in Japan laut Makrotrends eine Tötungsrate von durchschnittlich 0,27. Das entspricht bei einer Bevölkerung von 26 Millionen etwa 340 Getöteten. Ich veranschauliche das mal, indem ich die Tötungsrate von Japan auf Deutschland herunterrechne. Deutschland hätte mit japanischer Tötungsrate 218 Tote im Jahr. Wir haben aber 688 Getötete, 562 nicht erschossen, 120 mit illegalen Waffen erschossen und 8 mit legalen erschossen. Wenn euch also jemand sagen will, die Differenz der Mordrate zwischen 688 und 218 liegt am deutschen Waffengesetz, sprich an 8 Getöteten, lasst ihn das mal vorrechnen. Die meisten Waffengegner wissen, dass ihre Argumentation nicht stichhaltig ist, aber werden ab dem Zeitpunkt gegebenenfalls entrüstet protestieren und drumherum reden, aber eben nicht rechnen. Davon abgesehen haben rund 830.000 Männer eine WBK. Eine solche Anzahl von Männern hat in der restlichen Bevölkerung etwa 11 Tote zu verzeichnen. Das erläutere ich auch genauer in dem Video hier hinter der Infokarte. Erinnert ihr euch noch an die Häufigkeitsfaktoren? Also sehe ich die Tötung gemessen am japanischen Volksgeist stark überrepräsentiert. In Japan gibt es laut Small Arms Survey 201.799 illegale Waffen, dazu kommen 175.221 legale, zusammen ca. 377.000.
Schusswaffentote sind schon durch die wenigen illegalen Waffen selten. In den 5 Jahren 2015 bis 2019 wurden pro Jahr im Schnitt 9 Menschen erschossen. Ich habe mal die Tötung in Relation mit der verfügbaren Menge an Waffen berechnet. Legale und illegale Waffen zusammen sind dort etwa 377.000. Auf jede Tötung kommen also 41.889 Waffen. In Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern und 9.982.000 illegalen und 5.023.739 registrierten Waffen sind es dagegen mehr als 119.000. Also ist die Waffenmissbrauchsrate statistisch gesehen im Inselstaat fast dreimal so hoch. Die reine Anzahl sagt aber zugegeben wenig über die Verbreitung aus und auch in Japan schaffen illegale Waffen das Hauptproblem. Wie hoch ist die Verbreitung von illegalen Waffen in den Ländern? In Japan hat rechnerisch einer von 624 Bürgern unerlaubt eine Schusswaffe. In Deutschland ist es jeder Achte, zumindest rechnerisch. Unsere Schwarzbestände sind also in 78-facher Verbreitungsdichte als am anderen Ende Eurasiens. Woher kommen die vielen illegalen Waffen in Deutschland, die unsere Gegner gern für die Forderung nach strengeren Waffengesetzen anführen? Früher waren bestimmte Waffen in Deutschland frei bzw. unregistriert. In Deutschland bzw. auch den Nachbarländern haben sich in zwei Weltkriegen mehrere Armeen aufgelöst, dazu Konflikte auf dem Balkan. In Europa können Schmuggler ungleich einfacher ihre Ware im ständigen Strom der Kraftfahrzeuge transportieren. In Japan gab es also etwas nicht und die Lage als Insel erschwert Schmugglern das Vorhaben signifikant, zumal in den meisten Nachbarstaaten Japans ebenfalls wenig illegale Waffen vorkommen. Japans Waffengesetz wurde zuletzt 2009 verschärft, nachdem 2007 der Bürgermeister von Nagasaki, Iko Ito, von einem ranghohen Yakuza-Mitglied mit einem illegalen und damals ohnehin allgemein verbotenen Revolver erschossen wurde. Doch auch dadurch wurde 2022 der Mord an Premier Shinzo Abe nicht verhindert. Dieser wurde mit einer selbstgebauten Schusswaffe ermordet. Das zeigt, dass Mörder und Attentäter sich nicht durch Gesetze aufhalten lassen. Ich für meinen Teil kann sagen, bei der Unterordnung des Individuums, den konsequenteren und härteren Strafen, der starken Polizeipräsenz, den Bürgerwehren, dem geringeren Alkohol- und Drogenkonsum, den wenigen Obduktionen von Verdachtsfällen, den wenigen illegalen Waffen und vor allem der starken Unterjüngung kommt mir die japanische Tötungsrate gar nicht so gering vor. Schaut gerne in die anderen Videos meiner Länderserie, die Gesellschaft- und Waffenbesitz-Serie, meine Rundfunkkritiken oder auch meine Waffenvorstellung rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich würde mich über einen Daumen hoch, einen höflichen Kommentar und ganz besonders über ein Abo freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.